Ja, liebe Zuschauer, schönes Wetter und ich bin wieder zusammen mit Bernhard Baron Boneberg. Geht doch. Ja, okay. So, um was reden wir heute? Ja, ich habe keine Ahnung, aber es gibt natürlich Anlässe. Ja. Das Allerwichtigste überhaupt, Joe Biden greift die Ölreserven der USA an. Zweitens, ja. Karl Hilz ist gestorben. Ja. Ja, es gibt schon ein paar Themen. Ja, und natürlich, wir haben einen Koalitionsvertrag seit gestern. Ja. Und da habe ich mich noch nicht so stark damit eingelesen, beschäftigt. Aber das, was ich mitgekriegt habe, ist über die Ecke Apfelteifel. Ja. Ja gut, wir fangen mit dem Thema Nummer 2 an. Du möchtest gerne den Tod von Karl Hilz kommentieren. Wobei, ich möchte nur kurz die Vorbemerkung machen. Es war so, dass ich von meiner Gattin angesprochen worden bin, dass Karl Hilz angeblich tot ist. Die hatte das irgendwie über Facebook oder irgendeinen Link. Und das habe ich dann weiterverfolgt und der ist am Freitag verstorben. Und am Sonntag war nach wie vor die Meldung nur in einem einzigen Medium, nämlich bei T-Online. Und da bin ich immer sehr skeptisch, weil T-Online hat den Patrick Swayze 3 oder 4 Mal sterben lassen, bevor es ihm dann wirklich gelungen ist. Und dann war Sonntag, 48 Stunden später, habe ich die Leute, die ich so kenne, mal befragt, wisst ihr mehr? Und dann war witzigerweise so, dann habe ich es nochmal gegoogelt, dann kam die Meldung von T-Online und drunter war was von Twitter, Karl Hilz angeblich gestorben. Da war ich noch skeptischer. Aber es scheint wohl doch leider zu stimmen. Ja, weiß unser Experte mehr? Ja, die Geschichte ist, also ich weiß natürlich, was heißt natürlich, ich weiß schon ein bisschen mehr und die Frage war, soll ich drüber reden oder nicht? Sofort. Heute so? Sofort, ja. Ja. Und allein, dass man sich da selber die Frage stellt, wirft schon wieder auf, bin ich jetzt in einer Sekte oder nicht, ja? Und ich muss eigentlich sagen, ich bin sehr ungern in irgendeiner Sekte. Und ich denke einfach, das ist wichtig, wenn es um den Tod von jemanden geht, auch wirklich zu analysieren, wie ist er jetzt wirklich gestorben? An was wäre natürlich auch gut. Und wie hat er sich dabei gefühlt? Und also von daher bin ich dieser Frage schon ein bisschen tiefer nachgegangen und habe halt da, wie gesagt, so eine Art ähnlich Omerta, man soll hier über nichts reden und so bekommen, aber denke mir, das ist wie gesagt besser, wir reden drüber. Und der Punkt 1 ist, also er ist nicht bei seiner Ehefrau gestorben, nicht bei seiner Freundin, sondern eben bei einem befreundeten Ehepaar, das ich auch gut kenne und zu denen ist er quasi die letzten 2 Wochen seines Lebens hingefahren, um sich eigentlich nur zu kurieren. Also er hatte nicht gedacht, dass es jetzt so dass sein Ende sein würde und ihm ging es schon schlechter und dann, also das habe ich selbst von dieser Frau, die dort eben sich um ihn als letztes gekümmert hat und er ist dann am Freitag von dieser Frau aufgefunden worden, schon tot und für mich wirft es schon noch ein bisschen Fragezeichen halt auf. Also ich glaube ja schon, dass einfach halt nichts mehr zu machen war, aber die Frage ist halt einfach, hat das so sein müssen, ja? Und warum gab es so wenig Kommunikation zwischen ihm und seiner ganzen Familie vorher? Und warum hat er dann nicht nochmal irgendwo einen Arzt gerufen? Also für mich einfach eine tragische
Geschichte, aber das halt auch symptomatisch ist für unseren Widerstand. Wir sind einfach insgesamt nicht gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Aber jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach vor. Du fragst mich einfach, weil sonst wird das Ganze hier zu schwammig. Monologartig. Ja. Da neigt der Stefan ja gern dazu. wir machen es jetzt so, ich interviewe ihn jetzt. Aber vieles hat er schon gesagt. Also das Tod kam am Freitag und davor war wohl mit der Familie der Kontakt nicht mehr so eng. Aber er ist am Freitag noch Opa geworden. Und das hat er noch mitbekommen, soweit ich weiß. Und dann muss er sich wohl hingelegt haben und ist aus diesem Nickerchen nicht mehr aufgewacht. Also ein Tod, wie man sich eigentlich wünscht. Natürlich ist 64 ein bisschen wenig, aber er hat wohl schon seit Jahren Lungenleiden gehabt, das irgendwie auch auf seinen Beruf zurückzuführen war. Da gab es einmal einen Unfall, da hat irgendwie die Lunge was abbekommen. Und das erklärt natürlich auch, warum er zu dem Thema Corona so hochsensibel war, weil ich kenne andere Lungenpatienten, bei denen ist das ähnlich. Stefan, du warst ja unterwegs diese Woche, wann hast du vom Tod von Karl Hilz erfahren und wie? Ich habe von dem Tod von Karl Hilz erfahren, als ich auf der Rückreise von Mecklenburg-Vorpommern war. Und das war so gegen 14 Uhr, meine ich, 14 Uhr am Sonntag erst. Ja. Und da war es auf T-Online gestanden und ich hatte einfach nicht viel Zeit, weil ich familiär da eingebunden war und deswegen konnte ich mich wenig ums Internet kümmern und deswegen habe ich das eben erst so erfahren. Okay, ich wusste es eigentlich schon vorher. Ich habe ja dann dich auch angeschrieben, ob du mehr weißt als ich, weil das immer so eine Geistermeldung war. Also die Kommunikation war sicher suboptimal. Was will man sonst noch sagen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aus dem Nachruf, den ich gesehen habe von der Familie, dass die am Schluss schon irgendwie leichte Zerwürfnisse hatten oder dass da zumindest irgendwelche Gräben gegeben hat zwischen ihm und der Familie. Er war aber, und ich fand ihn auch immer ein bisschen sehr dominant, ein bisschen aufdringlich. Also er hatte halt seine Meinung und rechts und links daneben hat er halt sehr schnell dagegen argumentiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr anstrengend war privat. Also wir sind meistens super, super ausgekommen. Er war ja auch bei mir zu Hause in Rosenheim und hat von meinem Studio aus sich reinschalten lassen in die verschiedenen Demonstrationen und hat von dort aus seine Reden gehalten. Und von daher kennen wir uns ziemlich gut. Wo es halt einfach das Zerwürfnis gegeben hat, das war in der Art des Widerstandes, weil er eben aus mir unerfindlichen Gründen argumentiert hat, wir müssen jetzt eine neue Verfassung ins Leben rufen. Wenn schon die alte Verfassung nicht respektiert wird oder das Grundgesetz einfach mit Füßen getreten wird, was macht es dann für einen Sinn, eine neue Verfassung zu versuchen? Also von daher habe ich dann halt gesagt, dann kriegt ihr jetzt einfach meinen Widerstand auch noch dazu. Das war für ihn unerwartet. Ja, Darf ich da kurz einhaken? Ich habe so manchmal ein bisschen den Eindruck, ich komme ja auch aus dem medizinischen Bereich, zumindest teilweise, dass Leute, die das irgendwie spüren, dass ihre Zeit nicht mehr allzu lange geht, dass die so ein Bedürfnis kriegen, noch irgendwo der Welt einen Stempel zu hinterlassen, irgendwo Spuren zu hinterlassen im Leben. Und das hat er versucht, auch mit dieser Verfassung. Und das zweite war, mach du das, ist besser, genau. Das zweite Thema, das war natürlich mit dem Volksbegehren. Und da hätte er ja wirklich so in die Geschichte eingehen können, wie der Frankenberger mit dem Nichtraucher-Volksbegehren vor ihm. Das war wohl so die Idee. Und das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert. Und irgendwie liegt da schon eine große Tragik in dem Ganzen drin. Und ich glaube, dass er letztlich an dem dann auch zerbrochen ist, dass es nicht mehr weitergegangen ist. Hast du zum Thema Hilz noch was, was du noch sagen möchtest? Eine Anekdote, irgendwas Menschliches? Ja, also er ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr großes Vorbild. Und wie er seine Reden gehalten hat, das war eben klare Kante aus der Sicht eines
Polizisten und von daher eigentlich ja, die Polizisten müssen ja zur Rechtsstaatlichkeit tendieren, sage ich jetzt mal, oder müssten, und bei ihm war es auf jeden Fall der Fall, deswegen ist er für mich ein vorbildlicher Polizist gewesen und deswegen fehlt er uns gerade in der Argumentation gegenüber den noch vorhandenen Polizei oder Polizistendarstellern. Und ich konnte mir davon von dieser Argumentation sehr viel abschneiden und denke, das sollten wir uns alle in den Hinterköpfen bewahren. Was ich aber halt einfach auch noch sagen muss, wie jetzt mit dem, also meine Befürchtung ist einfach, dass der Widerstand jetzt in eine Art Glorifizierung übergeht und dass wir nicht in die Gänge kommen, was unseren Widerstand angeht. Das ist meine Befürchtung, weil wir stecken irgendwo fest in dem Widerstand. Es bewegt sich im Vergleich zu anderen Ländern einfach sehr wenig und da habe ich den Eindruck, wir müssten uns jetzt nach dem Tod von Karl einen Ruck geben und sagen, jetzt müssen wir wieder forcierter in den Widerstand gehen.